Der totgeglaubte Doketz ist zurückgekehrt und nun Teil unseres Teams, meine liebsten Leute. Und mit dieser glücklichen Kunde begrüße ich euch alle hier. Und jetzt zur nächsten großen Folge, Folge 108 von Yo-Kai Watch 4. Bokurawana Tisoro, Miyagetaru. Und wir blicken nach oben in den Himmel und sehen Regenwolken. Oh, das Wasser tropft uns auf die Augäpfel. Das ist nicht schön. Deshalb blicken wir wieder unten und sagen, jetzt geht's los. Und zwar mit dem, was uns erwartet. Neue Mission, allerlei Dinge, die wir noch erfüllen müssen. Auf dem Weg zu den 1000% hier, die wir abschließen wollen. Zumindest theoretisch. Praktisch wird das schwierig, aber sei es drum. Wir haben nämlich jetzt hier, guck dir das mal an, zweierlei Missionen, die wir noch nicht angenommen haben. Oben die, die wir schon angenommen haben, die wir allerdings noch nicht erfüllen konnten, in Anführungsstrichen. Erstere hier mit dem Mädel. Dann brauchen wir diesen Oma-Yokai da, ne? Das Oma-Ken. Das brauchen wir noch. Weiß ich nicht. Müssen wir erstmal irgendwo rekrutieren. Wahrscheinlich irgendwo mit dem Ark eine Tür aufschließen und hinter der Tür suchen. Und hier. Ah, vom Großkönig Enma müssen wir das Sumo-Turnier gewinnen. Immer noch ein bisschen knifflig. Level 90, wohlgemerkt. Wir sehen, unser Team ist noch nicht ganz so gut aufgestellt. Unser bestes Mitglied, Doketz, Level 66, immerhin. Der könnte schaffen fast, ja. Der könnte dich bestimmt gut behaupten. Aber wird auch schwierig. Allerdings, hier, 63 und 70. Das sind die Level, die wir brauchen. Angeblich hier, seitens des Spiels. Mal gucken. Und das hat einmal hier Fudomio und Lord Kaida. Wollen wir mal gucken. Aber, noch eine Sache kurz, wenn wir im Internet, in dem weiten Internet ein bisschen rumstöbern, sehen wir, dass da auch noch weitere Missionen sind. Zweierlei, wo wir wiederum Dinge finden müssen, die wir jetzt noch nicht darbringen konnten. Haben hier dieses Fuchs-Yokai-Wesen und da müssen wir Gegenstände so suchen, ne? Und dort war das bei dem kochenden Topf. Aber wir haben noch weitere. Wie zum Beispiel hier. Wie wär's denn damit? Level 53, klingt doch gut. Wollen wir uns den mal annehmen? Die Quest heißt auf jeden Fall Manatsu no Ushiroko-Jikoku. Was so viel heißt wie die Oshiroko-Hölle. Oshiroko ist eine Bohnensuppe aus roten Bohnen gemacht. Leicht süßlich, schmeckt köstlich, kann ich nur sagen. Deshalb, ich frage mich, was damit Hölle auf sich hat. Und man hat also inmitten des Sommers, im Hochsommer, die Oshiroko-Hölle im Hochsommer. Und der Text lautet wie folgt. Denn in Tatsumikawa-Pata, da haben sich ganz schön hitzige Gerüchte verbreitet, die sagen, folgenden Text, also die Oshiroko-Hölle im Mitte des Sommers, so heißen die. Ne? Und ganz plötzlich soll angeblich ein Automat angegriffen haben. Um Gottes Willen, echt jetzt? Poh, hat er dann die heiße Oshiroko, hat er aufgefressen, aufgespeist. Also wenn man da mit heißer Suppe vorbeigekommen ist, wurde gleich alles aufgefressen, du. Wir sollten die angegriffenen Leute befragen. Machen wir mal, komm. Wollen wir doch mal da rangehen? Ich bin mal gespannt, was das für ein Queststrang ist. Das wird spannend vielleicht. Und dem... Oh, guck mal jetzt. Was? Oshiroko, hier mitten im Sommer? Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, meint Toma. Oshiroko, immer so erst gegen Ende des Jahres schon. Zum Winter hast du schon gute Mahlzeit. Ach, wir haben ja auch hier noch Treasure Tanaka. Den müssen wir auch noch mal ein bisschen... Und die Arme gereift, ein paar Bilder suchen. Können wir auch noch mal machen. Also ihr merkt, die haben so viel zu tun. Ich weiß überhaupt gar nicht, wo wir anfangen sollen. Wir sollen Tatsumi Kawabata untersuchen. Machen wir mal diesmal zu Fuß, würde ich sagen. Beziehungsweise auf dem Bike. Auf dem Bike. Zack. Zack, ja doch. Das ist gut. Dann drehen wir uns mal hier einmal ab und fahren dort lang. Irgendwo, wo ein Getränkautomat steht. Allerdings erstmal die Zeugen, die in Berührung gekommen sind mit dem Gerücht. Die wollen wir jetzt befragen. Sakuragi Hills. Vermute mal, dass wir da auf dem besten Wege sind. Hier geht es auch schön bergab. Ach, guck mal, das geht ganz gemütlich. Wie von alleine fahren wir da runter. Kaum was drücken müssen wir da. Jawohl. Ich würde ja auch fast gerne mal wieder gegen so einen Ampelteufel kämpfen. Ich glaube, wir werden mittlerweile auch da in der Lage vielleicht mit schierer Gewalt der Verkehrspolizei da einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wer weiß. Wollen wir mal testen irgendwann. Jetzt aber erst einmal questtechnisch weitermachen. Denn hier, da hat jemand... Ist das die richtige Quest? Ich hoffe doch, ne? Der hat wahrscheinlich ihre Erfahrungen gemacht mit dem Automaten. Ich spreche ihn mal an. Das ist nämlich der Mann, der hasst Oshiroko. Der hasst Oshiroko wie die Pest. Der sagt, boah, mir ist echt schlecht, ey. Aber so, das soll jeder der. Oh, was, ihr sprecht hier von der Oshiroko-Hölle hier im Hochsommer? Ja, 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 ja. Ich war das. Ich habe den Artikel geschrieben online. Ich habe dann den Beitrag beigefügt. Ja, das ist erst kürzlich passiert. Ich bin ja spazieren gegangen, könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Da war da so ein Monster, so ein Automat, so ein Getränkeautomat, der hat mich ganz plötzlich angegriffen. Ich war vollkommen in Angst versetzt worden. Und der wollte mir so einen Shiroko, wollte er mir da aufdrängen. Das war wirklich furchtbar. Und das war furchtbar. Es ist mitten im Sommer, heiß. Und ich soll da heiße Shiroko aus der Dose löffeln. Endlos. Das war unglaublich. Oh, und Tomarock, hat er sich da nicht die Zunge verbrannt, dass er so viel schwafelt? Boah, war süß. Heiß, süß und heiß. Oh Gott, nee, ganz ehrlich. Es ist so weit gekommen, dass ich jetzt in meinen Albträumen schon Shiroko sehe. Wo waren das Monster? Wo kam das her? Können Sie sich da vielleicht irgendwie noch an Details erinnern? Wo Sie den gesehen haben, den Teufel da? Ja, ich erinnere mich so ein bisschen dran. Also, das war irgendwo von der Mittelschule nördlich auf der Straße. Da war das irgendwo. Nördliche Seite. Ah, passt. Ihr sollt auch aufpassen, ne? Es reicht, wenn mir so was Schreckliches zugefügt wurde. Es reicht schon. Wenn euch das passiert, nicht auszumalen. Also bei der Mittelschule. Ich sollte mal da hingehen. Okay. Wir sollen den sonderbaren, dubiosen Automaten untersuchen. Jido Hanbaiki, ne, ist hier der Automat, wo es ja im fernen Japan leckere Dinge gibt. Ob Getränke oder Speisen, alles mögliche. Heutzutage gibt es ja wirklich für fast alles Automaten. Da kann man sogar lebende Krabben manchmal rausziehen, weil es ein bisschen bizarr ist. Aber darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir hier jetzt den Automaten schon gefunden haben. Ich mal gucken. Ich geh mal ran. Der hier? Ist das der richtige? Oh, wir hören ein lautes Jihan! Oh, trinken! Nun Shiroko trinken! Trink Shiroko! Sehr gerne! Jihanki! Wir haben Dokets, was willst du machen, hä? So, jetzt nehmen wir den mal in eine Zange. Dann dürfte das gar kein großes Problem sein. Jawoll! Die nehmen wir richtig aufs Korn hier. Guck dir das mal an. So ein schönes Cape. Die Automat. Goemon, ist soweit. Da hauen wir einmal durch. Da brauche ich gar nicht meine Spezialfähigkeit nutzen. Jawoll. Boah! Auseinandergenommen, würde ich sagen. Der hat kaum eine Chance. Ja, doch, das gibt noch ein paar Erfahrungspunkte. Nicht allzu viel, aber immerhin. Eine Coca-Cola. Lecker Schmecker. Perfecto. Oh, da liegt er jetzt. Oh. Kantaro. Oh, die kleine Blechdose da. Kankarakon! Was ist denn hier passiert? Verdammter Mist! Ah! Aber ich weiß, dass ich immer wieder komme ich hier dazu, dass ich euch die Sachen hier tue, ja? Habt ihr unverletzt? Ich hoffe, ich habe nichts Schlimmes getan. Nein, wir sind in Ordnung. Was ist denn mit dir passiert? Ich bin Kantaro, übrigens. Bevor ich zum Joker geworden bin, da war ich so ein Getränkeautomat. Doch. In der Zeit habe ich was bedauert, als ich noch Getränkeautomat war, ja? Und dieses Bedauern wollte ich aus der Welt schaffen. Und deshalb habe ich mich verwandelt und wurde auf einmal zu so einem Wesen, zu so einem Yokai. Also ich musste noch was erledigen. Es ging nicht anders. Ich musste noch eine Sache tun. Was? Etwas bedauert? Was hast du bedauert? Ja, ich wurde einstmals geschaffen, um Shiroko in Dosen zu verkaufen, ja? Ich war so ein Automat, wo es nur Shiroko gab. Aber die haben dich nicht verkauft. Und dann, da niemand die haben wollte, sollte ich verschrottet werden. Man kann ja nichts dafür, dass ich ein Auslaufmodell wäre und niemand meine Ware haben wollte. Aber irgendwie tat es mir dann leid, dass ich nicht geschafft habe, leckere Shiroko an die Leute verbreiten. Deshalb wollte ich wollte alles daran setzen, den vorbeilaufenden Leuten hier Shiroko schmackhaft zu machen. Aber das zu übertreiben und forciert anzugehen, ist auch nicht gut, meint Natsume. Dadurch kriegt man auch dann das gegenteilige Ergebnis.
Tut mir leid, ja. Ich hab's nie geschafft, was zu verkaufen, deshalb habe ich mich zu übernommen wahrscheinlich. Nun, ich weiß, es ist schon eine Peinlichkeit, die dann passiert ist, ne? Ich habe eine Bitte. Helf mir doch dabei, Ushido kurz verkaufen, ja? Bitte, helf mir doch, diesen Wunsch hier zu erfüllen. Ja, wir können dir helfen, aber wie viel sollen wir denn da verkaufen? Also mal ganz ehrlich. Nur 10.000. 10.000 Dosen von, ja? Alle, die ich habe. 10.000, sagt es Thomas. Das ist ein bisschen viel, ja? Aber es ist doch wohl möglich, was ich sag, ja? Also klar, Kantaro. Es gibt nichts, was unmöglich ist. Wir werden es versuchen. Denn bevor man es nicht versucht hat, sollte man nicht aufgeben. Wir werden mal unsere Köpfe zusammen stecken und überlegen, was wir machen können. Genau. Denn wenn man es nicht versucht, dann wird man auch nichts schaffen. Ernsthaft, vielen lieben Dank. Boah, aber 10.000 Stück? Wie können wir die denn verkaufen? Gibt es da irgendeinen Ort? Ob es überhaupt Leute gibt, die hier mitten im Sommer Ushidoku trinken wollen? Wenn es ein bisschen kälter wäre, mein Shin. Aber wir können ja nicht die Jahreszeit auf Winter stellen. Zwar nicht hier in dieser Zeit. Ja, wir können die Zeit zwar nicht ändern, die Jahreszeit. Aber wir können in einen Ort, an einen Ort gehen, wo die kalte Jahreszeit vorherrscht. Lass uns durch das Tor schreiten in meine Zeit gehen. Das ist doch gerade eben mitten im Winter. Verstanden, ja. Das stimmt, das könnte funktionieren. Ich denke, es wäre besser, wenn wir nicht abends, sondern tagsüber gehen, ja? Denn abends sind zu wenig Leute da. Also dann lass uns doch direkt in meine Zeit reisen und dort Ushidoku verkaufen. Da freut sich der kleine Kantaro, ja? Okay, also dann, ab in die Vergangenheit, um Ushidoku zu verkaufen. Ist auch nicht schlecht. Aber wäre besser nicht abends, bis oder nachts. Das machen wir natürlich auch nicht. Wir sind ja jetzt gerade dabei. Wir müssen in die Vergangenheit. Moment, oder? Hier, zack, 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 da. Ich weiß jetzt nicht, wo. Beim Gascha-Automaten, vielleicht dort. Und da schauen wir mal, wo wir denn an die Leute rankommen. Aber erstmal lädt er. Jetzt lädt er aber erstmal richtig. Jawoll, gut geladen. Über die Brücke vermute ich mal. Zeigt auch die Karte an. Ach, hier müssen wir jetzt an verschiedene Leute rantreten und denen das kaufen, oder was? Oh, kalt, kalt. Ich hätte doch irgendwas, was wärmt, sagt der Frostjunge da. Der Fröstelnde. Was? Warme Ushidoku? In der Dose? Das gibt es? Echt, Kaffee, natürlich. Dankeschön. Mann, ey, das hat mir aber jetzt richtig gut geholfen, du. Okay. Was? Du fragst, ob ich nicht nur Ushidoku in der Dose hätte? Ja, klar. Natürlich will ich die. Ich liebe Ushidoku. Und es gibt nichts Besseres als Ushidoku, wenn es kalt ist. Dankeschön. Ich werde richtig schön dran rum trinken. So, hier auch noch einer. Hm? Ah, was? Ushidoku aus der Dose? Ja, klar. Dann kaufe ich einen. Ich habe noch ein bisschen. Hab gerade ein bisschen Taschengeld reingeregt. Mach mal. Ich habe gerade auch einen Obadiaki gegessen. Hat mir nicht gereicht. Ich brauche mehr. Oh, ganz schön warm das Teil hier. Und sieht lecker aus. Dankeschön. Schön. Und den Leuten sogar noch eine Freude. Hier war Hauptstraße. Ich weiß aber nicht, ob wir so 10.000 loswerden. Sei denn, der Junge hat gerade schon 9.000 gekauft. Was, ob ich nicht eine Ushidoku aus der Dose hätte? Dass es sowas jetzt schon wieder gibt? Meine Güte. Ja, dann, wenn ihr schon extra gekommen seid, dann nehme ich es doch, ja? Passt doch auch gerade zur Kälte. Wie lange habe ich denn keine Ushidoku mehr gegessen? Dankeschön. Ich werde es mal probieren und genüsslich schlabbern hier. Genüsslich trinken. Hier, der alte Herr. Hm, was wollt ihr denn? Was? Ushidoku in der Dose? Habe ich noch nie von gehört, was das überhaupt gibt. Ja, ich werde mal einen versuchen. Ja, ich habe gerade ein kleines Hüngerchen, deshalb. Passt vielleicht ganz gut, ja. Wenn ich mir meinen Magen ein bisschen fülle. So, waren das schon alle? Ja. Alle miteinander. Wie läuft's mit dem Ushidoku-Verkauf? Ja, wir haben schon welche verkauft, aber mit der Geschwindigkeit, das nimmt auch gar kein Ende bei 10.000 Stück.
Gibt's nicht irgendwie jetzt gerade einen Weg, wo wir alle gleichzeitig verkaufen können? Ja, ein Ort, wo mehr Leute wären, ja? Da würden wir auch schneller verkaufen können, denke ich. Gibt's hier nicht, hast du nicht eine Ahnung, wo es das geben könnte? Nun, das ist ja das, wo die Leute hier schon lang laufen, ne? Ich denke, wenn man den Ort ändert, dann wird sich da nichts ändern hier an dieser Stelle. Kann man nicht irgendwas machen, dass sich Leute hier versammeln? Ganz plötzlich? Was gibt's denn da? Ah, ja, ich habe eine Idee. Was ist, wenn wir denn hier Gäste zusammensammeln? Bei dem großen Kampfturnier, Kampfplatz, da waren doch auch ganz viele Yokai versammelt, oder nicht? Vielleicht können wir, wenn wir so ein großes, großen Kampf, ja? Einen heißblütigen Kampf veranstalten? Das machen, ja? Und dann an die versammelten Yokai verkaufen. Deshalb wird es heißen, dass wir in der Yokai-Welt verkaufen, ne? Meinst du, da kann man die Dosen verkaufen von Michiko, auch wenn es da nicht so kalt ist? Ich habe eine Idee. Wenn es nicht kalt ist, dann machen wir es halt kalt. Die Yokai-Welt kalt machen? Was? Moment mal. Ist das ein bisschen zu heftig? Ja, wir müssen ja nicht die ganze Welt einfrieren oder kalt machen, kalt stellen. Nur den Ort, wo sie sich versammeln. Das dürfte doch reichen, oder? Wenn wir einen Yokai finden, das uns dabei unterstützen würde, dann bitten wir das und dann lassen wir dann den Kampf entblühen, ja? Dadurch locken wir dann auch noch das Kampfgeschehen Gäste an und machen auch den Ort noch kalt. Dann können wir ganz viel Ushidoku verkaufen. Verstanden. Das können wir vielleicht schaffen, wenn wir das so machen. Okay. Der Yokai, den wir da fragen sollten, wäre Fubukihime, denke ich, oder? Nun, sie kann die Umgebung kalt machen, ist stark und schön. Und sie würde auch entsprechend viele Gäste anlocken. Oh. Mann, das fühlt sich an, als könnten wir da echt was Gutes verkaufen. Okay. Entsprechend Yukihime könnte doch als Snack Yuki Onna, als Snack Schneefrau dort, ne? Existieren. Entschlossen haben wir das damit, ne? Damit ist der Entschluss gefasst. Dann lass uns doch mal fragen, ob sie uns hilft. Wir haben noch eine Fubukihime im Team. Reicht die nicht? Ne, das muss die bestimmte sein wahrscheinlich, ne? So, dann fragen wir sie mal. Dafür müssen wir aber wieder auf die Karte gehen. Ihr kennt das ganze Geschehen, ja? Jetzt in die Yokai World ab. Hier geht's dann nämlich weiter. Da kommen wir dann nämlich die Snackgasse in die Bar von ihr. Das ist ja die Barfrau, oder? Ja, werden wir mal gucken. Ob wir die überreden können. Zack, da sind wir wieder. Also, hier hinab. Und dann dort vorne. Da oben ist die Bar. Da nach oben. Kurz hier abgebogen und rechts rein in die gute Stube. Ich hoffe, die hilft uns, ohne dass sie noch was fordert von uns. Oh, die Snack. Yuki, ist das ein Mensch hier? Dass der Tag kommt, dass ich sie treffen würde. Hä? Nur die Erwählten können hierhin diesen Laden erreichen. Das ist natürlich ein Paradies, ein Heiligtum für welche die Snacks lieben. Ich wollte gar nicht mit dir reden, ich wollte mit ihr reden hier. Jetzt habe ich sie, da ist sie. Was willst du von mir? Wie bitte was? Um Ushidoko-Dosen zu verkaufen, würdest du gegen mich gerne kämpfen? Und zwar beim Enma Budokai auf dem Platz? Stimmt, du hast recht mit deiner Annahme, dass wenn man den Ort kühl stellt, dass man dann auch gute Ushidoko verkaufen kann. Und dass sie dann auch noch Gäste versammeln. Das wären zwei Fliegen mit einer Klappe. Das klingt interessant. Ja, ich werde natürlich da mithelfen. Es gibt nur eine Bedingung, ja? Wenn es denn dann zu dem großen Match kommt, dann möchte ich natürlich auch für den Laden hier werben. Nur ihr verkauft Ushidoko und ich kann für meinen Laden werben. Also wir sind beide glücklich. Was sagst du? Natürlich. Also dann, haben wir es entschlossen? Dann versuch doch mal die anderen Yokai anzusprechen. Ich freue mich schon, wenn ihr da ein paar gute dann zusammensammelt, ja? Und ja, wir treffen uns. Ich werde mich dann schon mal dort hinmachen und dann mal darum bitten, dass wir das Match führen dürfen. Und ich werde auch ein paar Yokai versammeln. Also wir werden uns dann vor Ort sehen. Okay? Alles klar. So, und weg ist sie.
Wir sollten auch mal dahin gehen jetzt, ne? Dann folgen wir ihr mal, dass wir das nämlich dann auch hinkriegen. Das wäre doch mal was. Das wäre doch mal was, wenn wir die dann auch noch überreden, allesamt. Und dass sie dann richtig schön verkaufen. Das wäre toll. Ja. So, ja. Hier wieder hoch. Aufs Bike und dann losgeradelt. Ich glaube, ich fahre lieber hier lang. So. Arme ums Eck. Und dann auf zur Arena. Findet es dann direkt mittendrin statt oder auf dem Platz? Ich weiß es nicht. Werden wir ja sehen. Aber es wird, denke ich mal, ein heißer Kampf werden. Auch wenn wir gegen die Schneefrau persönlich kämpfen. So. Hier hinein. Dann laden wir uns dann nochmal richtig schön mit in hinein und sind dann da. Die große Dämonenarena. Hallo. Hi. Worum geht's? Ach was, um Horoshiro-Code-Dosen zu verkaufen? Wollt ihr ein Match gegen die Fubuki-Hime machen? Ja, klar, selbstredend. Ihr könnt den Ort nutzen. Vielen lieben Dank, ihr helft uns wirklich sehr. Sehr gerne. Es wird ein Event, wo auch die Yokai World, wo es richtig heiß hergehen wird und die Leute sich freuen, ne? Und ja, da werden wir auch mal fragen, dass ein paar kommen, ne? Dass ein paar gute, auch ein guter Anfall an Zuschauern kommen und Publikum. Und ich denke, das wird auch richtig gut klappen hier. Und auch Fubuki-Hime und Co. scheinen zu kommen. Wie sieht's aus, bevor das Match beginnt? Wollt ihr euch da noch mal ein bisschen zusammentun? Ich werde mich dann mehr vorbereiten auf das Ganze. Dann guck ich mal, der ist ja schon. Aha, hat gleich das ganze Schneegeschwader mitgenommen. Offenbar hat es geklappt mit der Rezeption. Wir können auch jederzeit beginnen. Auch Kantaro scheint vorbereitet zu sein. Also dann lasst uns so gut wie möglich Ushidoku verkaufen. Und wir wollen alles daran setzen, dass die Stimmung kocht und Ushidoku sich verkauft. Also bist du bereit? Na klar bin ich bereit. Damit haben wir es entschieden. Also, lasst uns antreten. Jawohl! Gleich hier, gleich jetzt. Jetzt freue ich mich. Da, Yuki Onna, Fubuki, Kime und Co. Und ich hau natürlich gleich alles raus. Hydomyo. Boah. Das ist insofern heiß, weil die Niederlage so schnell kommt, ne? Boah. Das war ein schönes Match. Gut gemacht. Ja gut, ich weiß nicht, ob das so schön war. Danke, Fubuki Hime. Da verkauft ihr doch das, Ushidoku, ja? Ja, das sollte alles klappen. So, jetzt wollen wir erstmal gucken, ob es überhaupt wirklich sich gelohnt hat. Hier geht noch ein bisschen was ab. Selber eine Kukeshi-Puppe noch. Das ist auch gut. Können wir verkaufen bald. Einen ganzen Krempel. Janse. Alle miteinander. Vielen lieben Dank. Ich habe mich schon gefreut auf das Ergebnis. Kantaro, schön, dass du da bist jetzt, ne? Und hat sich verkauft, das Ushidoku? Hey, ja, der Plan war ein großer, großer Treffer, ja? Ey, es ist total gut angekommen. Und insgesamt habe ich verkauft 5000. Ganz schnell 5000, ganz schnell über die Theke gegangen. Aber mein Ziel waren ja 10.000, das habe ich leider nicht erreicht. Tut mir leid. Nun, ich habe es nicht geschafft. Das, was ich mache, ist enttäuschend, aber... Kantaro, es ist noch zu früh aufzugeben, ja? Du hast nicht nur 5, du hast 5000 verkauft. Nicht nur 5000, sondern 5000. Das ist ja Wahnsinn. Das ist doch schon mal ein Erfolg. Und ja, es gibt doch noch ein paar Gäste, die da potenziell was haben wollen, ja? Also, man sollte mal gucken, dass man versucht, da noch ein paar rauszuhauen hier, ne? Dann kriegen wir noch ein paar verkauft. Vielleicht unmöglich, alle gleichsam zu verkaufen, aber Schritt für Schritt, ne? Das kriegen wir hin. Denn wenn man nicht aufgibt, dann kommt das Glück auch einen besuchen. Ja, lass uns das mal tun. Ist zu früh, um aufzugeben. Ich werde natürlich auch ein bisschen helfen. Shin und alle anderen. Oh, vielen lieben Dank. Ja, das zu tun, ja, vielen Dank. Ich gebe kaum nicht mehr auf. Ja klar, das wäre auch noch schöner. Also dann, lass uns die Dosen verkaufen. Hey, warte mal. Wer ruft da? Ah, du bist doch...
Der Schlauchtyp, sagte Shin. Oh, du siehst ganz schön munter aus. Und ganz viel wichtiger ist, ich hab mir bitte. Diese Shiloko, die ihr habt, ja? Würdet ihr mir die alle verkaufen? Was? Ist das ein Traum oder was? Du würdest die wirklich alle kaufen? Ja, ich habe gerade ein paar gekauft und probiert. Der Geschmack war wirklich himmlisch. Ich will viele kaufen, ja? Und so viel trinken, wie geht davon. Aber wirklich 5000? Ist das okay? Dann macht euch keine Sorgen. Ich meister Nyada. Ne? Ich kann da schon alle vertragen. Ja, cool. Da hast du es geschafft, Kantaro. Also hier, 5000 Ushiroko. Hey, da. Nehmen Sie das bitte, der Herr. So, er hat jetzt 5000 Ushiroko genommen. Ja, gut. Ah, da habe ich drauf gewartet. Ah, ich habe noch was vergessen. Ich gebe euch das hier. Was ist das denn? Was denn, Yada? Was war das denn? Mr. Nyada! Der klingt aber schon wie kurz vorm Exodus. Ist der gut? Nee, Nickname auch nicht, Master. Der ist doch bestimmt gut. Der ist einer der besten Katzen-Joker, oder? Ey, wirklich? Ja. Ich habe euch doch schon zugehört und gelauscht, ja? Das hat mich wirklich aufgepusht, dass ihr gesagt habt, dass ihr nicht aufgibt. Eure Attitüde, eure Einstellung war wirklich toll. Und ihr werdet auch weiter wachsen und weiter so machen. Also dann, möge der Schlauch mit euch sein. Ja, Schlauchmann. Und ein Teammitglied jetzt. Wir haben es geschafft. Also ganz plötzlich, wir haben die 10.000 verkauft. Wir haben es geschafft. Vielen lieben Dank. Ich bin wirklich glücklich, euch gefragt zu haben. Insbesondere Shin. Du bist wirklich Wahnsinn. Egal, wie unmöglich die Aufgabe auch erscheint, ja? Mit guten Ideen hast du es geschafft, sie zu erledigen, die Aufgabe. Und hast auch allen in einer schwierigen Zeit Mut zugesprochen. Nein. Alleine hätte ich das nie geschafft. Dank der Hilfe von allen. Und ja, es freut mich immer, anderen eine Freude zu machen und ein Lachen ins Gesicht zu zaubern. Durch leckere Sein rein umso mehr. Kantaro, dir ist also zu danken. Es war hart, aber es hat Spaß gemacht. Oh Mann, ihr seid wirklich Menschen von so einem guten Charakter und so einem guten Couleur, ja? Ihr werdet auf jeden Fall mal ganz große Persönlichkeiten. Nein, komm, hör auf, das ist mir peinlich, wenn du sowas sagst. Also, damit haben wir den Fall abgeschlossen, ne? Vielen lieben Dank. Ihr seid wirklich fantastisch. Ja, wir sehen uns wieder, Kantaro. Ja, was ist das jetzt? So, ja gut, Kantaro. Kantaro ist jetzt auch erstmal abgespeist. Kaike! Fertig, sehr schön. Wowie! Levelanstieg sogar noch. Und noch einige tolle Sachen. Und Ushiroko haben wir auch gekriegt. Wie ist denn Meister Nyada leveltechnisch? Der könnte vielleicht auch sogar nicht so schlecht sein, ne? Gucken wir mal. Ja, nicht, der ist jetzt Level 0 oder sowas. Skechalimann. Meister Nyada, da ist er. 53! Ein Shooter ist er. Warte mal, halt. Was mache ich denn? Ein Shooter haben wir gar nicht im Team. Shooten Doji. Fudomiro Boy, Koma-san, das ist immer schwierig. Fubuki Hime. Ey, da kann ich mich kaum entscheiden, wen ich denn da rauskicken soll. Koma-san ist ziemlich gut, aber Fubuki Hime. Meister Nyada, packe ich mal mit rein. Ich muss auch mal endlich alles daran setzen, dass ich die auch ausrüsten kann. Ich kann ja niemanden ausrüsten. Ich muss mal ein paar Waffen und sowas holen, besorgen. Und wir versuchen, die mal stark dastehen zu lassen, weil das ist ja alles nur Nippes, die ich hier andrehen kann. Nämlich noch nicht nur ein kleines rundes Schild. Taugt ja halt nichts, ne? Aber das ist ja gut, ne? Master Nyada? Ja, mal gucken. Das nächste Mal in diesem epischen Interieur, inmitten dieser beiden schrecklichen Gestalten, sag ich, das war's, meine Liebsten, Leute. Ihr könnt jetzt nochmal kommentieren, liken, abonnieren, falls noch nicht geschehen und die Glocke aktivieren, dass ihr nichts mehr verpasst und dann das nächste Mal wieder einschalten bei Yokai Watch 4. Bis dahin, gabt euch wohl und auf Wiedersehen.